Ein herzliches Hallo im neuen Jahr. Viele gute Wünsche noch für euch, liebe Nutzer dieser Seite. Wir starten unseren Videoblog gleich mit einem Hochkaräter und präsentieren diesen ersten Videoblog des neuen Jahres von unserem sportlichen Partner Freizeit- und Sportzentrum in Halberstadt. Herzlich willkommen. Wir haben einen guten Start ins neue Jahr erwischt, denn wir können euch eine frohe Botschaft mitteilen. Wir dürfen heute nämlich einen Rückkehrer hier bei uns begrüßen, der uns in den vergangenen Jahren immer viel Freude gemacht hat. Mehr dazu in den nächsten Augenblicken hier in der Videosequenz. Zunächst aber herzlich willkommen, Fabian Guderitz. Vielen Dank, vielen lieben Dank. Frohes neues Jahr noch in alle Germania-Fans da draußen. Ja, es ist seinerzeit ein Abschied mit einigen Tränen gewesen, denn Fabi hat 17 Jahre lang unseren kompletten Nachwuchs durchlaufen, hat sich überall von Mannschaft zu Mannschaft in den Vordergrund spielen können durch seine Leistung und wurde zum Schluss auch Stütze der ersten Herrenmannschaft. Das Ganze mündete dann in der Absicht, eventuell einen neuen Schritt bei einem anderen Verein zu wagen. Wir alle wissen das. Es war Wacker Nordhausen zunächst mal die erste Adresse, die scheinbar Gutes vorhatte. Hat nicht alles so geklappt. Und dann ging es bei Lok Leipzig weiter mit dem großen Wolfgang Wolf, den wir aus der Bundesliga natürlich alle kennen, mit Visionen. Auch das ging nicht so ganz gut. Und wie dieser ganze Werdegang dann über den ZFC Meuselwitz jetzt wieder zurück zu uns war, das hören wir jetzt von Fabi nochmal in aller Kürze zusammengeschnitten. Ja, in der Kürze im Endeffekt waren intensive Jahre, viele Jahre bei Germania Halberstadt, um dann auch irgendwann den nächsten Schritt gehen zu können. Damals dann nach Nordhausen und ja, habe da viele Erfahrungen gesammelt, auch mich in meiner Entwicklung oder meine Entwicklung auch mit fortgesetzt. Ja, interessanten Torwarttrainer gehabt mit Tomislav Pieplitzer, auch da viel mitgenommen. Dann die nächste Station, Lok Leipzig. Ja, da auch sehr, sehr viel gelernt, auch von unterschiedlichen Charakteren, was dann im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, auch nicht im Endeffekt funktioniert hat. Und dann kam der ZFC Meuselwitz, auch hier wieder versucht, das Beste mitzunehmen. Und dann kam auch langsam wieder der Kontakt, beziehungsweise der Kontakt ist nie wirklich abgerissen zu einigen Leuten hier in diesem Verein und ja, im Endeffekt bin ich froh, jetzt wieder hier zu sein, unterm Strich, und freue mich auch auf meine neuen Aufgaben. Was genau die neuen Aufgaben sein werden, dazu kommen wir gleich nochmal, wollen aber natürlich sagen, dass Fabian Guderitz natürlich, wie er selbst sagte, den Kontakt zu unserem Verein nie verloren hat. Das ist natürlich ein leichtes, denn sein Vater, Heiko Eckelmann, der ist ja in unserem Trainerstab genauso unverzichtbar wie einige andere auch. Wir wollen aber jetzt nicht weiter im Vergangenen umherwühlen, sondern freuen uns ganz einfach, dass einer wie er wieder dabei ist. Eins müssen wir aber denn doch noch klären. Wir, die wir länger im Verein sind und die den Werdegang von Fabi verfolgt haben, wundern uns natürlich in der Außendarstellung zu hören, dass er in Meuselwitz irgendwie nicht als Teamplayer funktioniert haben sollte. Diese Suspendierung hat uns alle hier sehr überrascht, denn wir kennen ihn immer als Vorbild. Er war immer eine der tragenden Säulen unserer Mannschaften. Das muss er uns noch mal ganz kurz erklären, was da tatsächlich vielleicht auch nur verkehrt nach außen transportiert wurde. Ja, es geht ja jetzt im Endeffekt auch nicht darum, in irgendeine Richtung irgendwelche Behauptungen auch zu widerlegen oder zu unterstützen, sondern im Endeffekt, ZFC Meuselwitz war für mich ein sehr, sehr interessantes Kapitel, wo ich viel dazugelernt habe. Dass es jetzt so im Endeffekt auseinandergegangen ist, hätte man vielleicht auch besser klären können im Nachhinein. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich blicke jetzt nicht zurück, will auch nicht nachtreten in irgendeine Richtung, sondern freue mich halt hier zu sein im Endeffekt und dabei würde ich es dann auch belassen. Ja, und genau diese Aussage unterstreicht, glaube ich, das, was ich eben vorher gesagt habe. Teamplayer, immer fair, immer Vorbild, auf und neben dem Platz. Wir sind froh, dass er wieder da ist. Er wird natürlich eine Aufgabe hier übernehmen, die mehr oder weniger zwischen den Pfosten stattfinden wird. Allerdings ist es jetzt nicht die vordergründige Aufgabe, hier die Kampfansage anzutreten an unsere bis dato Torhüter der ersten Mannschaft, sondern du wirst ergänzend in das Torhüterteam gehen und darüber hinaus auch noch im Nachwuchs eine ganz aktive Rolle spielen. Wie sieht das genau aus? Ja, genau. Also ich hatte ja schon erste Gespräche mit Tom Lieberam Anfang des Jahres bzw. im Dezember bereits geführt, was meine Rolle jetzt hier sein könnte. Und da waren wir uns eigentlich relativ schnell klar, was das angeht, dass wir da so eine Art Drei-Säulen-Modell auch mit schaffen können, was sich dann auf der einen Seite natürlich im Studium niederschlägt mit der Förderung und auf der anderen Seite dann auch noch mit in der Torwarttrainerrichtung.
wo ja hier auch eigentlich mit Bedarf bestand, so wie es ja kommuniziert wurde. Und kam für mich halt danken im Endeffekt, weil ich auch schon Erfahrungen hier im Nachwuchsbereich damals sammeln konnte als Torwarttrainer. Deshalb werde ich auch das wieder mit übernehmen in Zukunft, um darauf auch schon mal eingegangen zu sein. Und ja, als dritte Säule im Endeffekt dann der Kaderplatz, beziehungsweise der Kaderspieler dann auch noch mit dazu, wenn irgendwas anfallen sollte, dass man dann immer mit einspringt, wenn Not am Mann sein sollte. Und ja, im Endeffekt war das jetzt ein Gesamtpaket, was aus meinen Augen sehr, sehr förderlich für mich ist oder für mich förderlich sein kann. Und wie gesagt, ja, das werde ich jetzt antreten und werde versuchen, in allen Belangen mein Bestes zu geben und allen Parteien möglichst weiterzuhelfen. Wir hoffen natürlich, dass das auch bestmöglich funktioniert. Schließen wir noch eine Frage an. Wie lange dauert dein Studium jetzt erstmal noch? Mein Studium dauert jetzt noch 1,5 Jahre. Also ich bin jetzt im ersten Semester vom Master und ja, jetzt noch knapp 1,5 Jahre. Das wäre jetzt erstmal voraussehend die nächste Etappe zukünftig. Wird es dann eine mögliche Weiterentwicklung im sportlichen Bereich nochmal geben oder bist du jetzt erstmal auf dem Level, dass du dich damit gar nicht beschäftigst? Nein, also aktuell bin ich jetzt im Hier und Jetzt. Ich glaube, wir haben im nächsten halben Jahr auch noch eine gute Aufgabe, ja, mit dem möglichst rechtzeitigen Klassenerhalt, dass da relativ schnell Ruhe ist. Und darauf liegt jetzt auch die Konzentration und der volle Fokus. Ja, und wir sind natürlich guter Dinge, wissen, dass Fabi auch zukünftig immer ansprechbar sein wird. Das war er immer für unsere Fans und für uns natürlich auch, die wir mal die ein oder andere Frage haben. Darum wollen wir es für heute mal dabei belassen. Wünschen alles Gute, dass er wieder in die Fußstapfen zurücktritt, die er hier hinterlassen hat. Alles Gute, Fabi, und wir freuen uns auf dich. Dankeschön. Vielen Dank.